Und damit willkommen zurück zu Mountains of Madness, Chronicle of Innsmouth. In der letzten Folge haben wir die Anstalt besucht und das Archiv und rausgekriegt, dass es ein Freund von Blanco in der Psychiatrie gelandet ist, weil er jemanden ermordet hatte, weil es sein musste. Und wir haben über einen Herrn gelesen, der etwas großzügiger war, aber ab und zu im Okkulten unterwegs. Jedoch gab es keine Bestattung und deswegen werden wir uns mal den Friedhof genauer ansehen, ob man da etwas finden kann. Im Südosten hieß es und wir gehen in den Südosten. Christchurch Friedhof. Damit haben wir einen Friedhofswärter. Wir haben die alte Dame, da kann man in den Wald gehen. Okay. Wir haben hier ein Grab. It says Enea Barbetta. In Jerum imus nocte et consumimur igne. Ich wette mal, wenn wir alle Gräber anschauen, kriegen wir irgendwas. Marcus Ngallo. After all, it's always the others who die. Tja. Cream cups. The most merciful thing in the world is the inability of the human mind to correlate all its contents. Martin Ottowitz. There seems to be no trace of Ephraim's grave. Das steht da drauf. Luca and Chiara. Here lies Luca and Chiara. Don't worry, they're just catching up on their sleep. Das hat mich ein bisschen an Secret damals. Wer es nicht kennt, ein altes Rollenspiel, 2005 vielleicht? Keine Ahnung von wann genau. Gab es so die 203, aber die es nicht mehr erreicht haben. Und das hatte halt auch solche lustigen Grabsteininschriften gehabt. Das ist der kürzeste Weg hier jeweils, oder? Situs est Marcus Novatorum. Sit mihi terra labis. Quis quis vic tumulo posuit ardentum lucerno. Mhm. Harmonic 79. What the hell kind of name is this? It says, how dare you? I created you and I can destroy you. Disturbing. Das ist eher so ein Rettetname. It says, Martin Prediger, alia iacta esta. There seems to be no trace of Ephraim's grave. Sagt er alle wie viel? It says, Edward Derby, son and poet. Your spirit will always be by our side. I've checked every grave. There's no trace of Ephraim's. Nein, du hast nicht alles. Moment, das ist aber wirklich falsch. Ich sehe hier noch mindestens 6 Stück und die gucken wir uns alle weiter an. Grabschleicher, untersuche alle Gräber. Ach nein! Ich muss mir einfach angewöhnen, nicht mehr die Tab-Taste zu drücken. Moment. So, jetzt schauen wir uns mal die anderen Gräber noch an. Says Alpobemp. Not bad for my first time. It didn't hurt. Es hat nicht wehgetan. Mhm. It says Ricardo Bellucci. Decaf he wanted. Agitated, he passed. It says TK. Notre vie est un voyage dans le ver et dans la nuit. Nous cherchons notre passage dans le ciel ou rien de la vie. Ja, Französisch kenne und Deutsch. Federico Pedamonte died of an indescribable and nameless horror. In the house overlooking the sea, illuminated by a color come from space. Farbe aus dem All. It says TK. Notre vie est un voyage dans le ver. Der Fluss hinein die Nacht ins Dunkle. It says H. Phoenix, haunted by his parents. It says here lies Pontus Léonge, a great fool and an even greater defender of humanity. I've checked every grave. There's no trace. The only link is Edward Derby's grave. Seems Upton is not completely more soul. When all this is over, I will try to help him out. Nein, das ist noch ein Grab. Um Himmels Willen, das ist noch ein Vater. It says, burned wolf. The reports of my death are greatly exaggerated. Okay, das ist aber ein seltsamer Bug, dass er schon nach der Hälfte sagt, ich habe alle Gräber untersucht, ob noch mehr sind. So als hätten sie vielleicht später noch welche mit Inschriften versehen und vergessen, da irgendeinen Counter höher zu setzen. Hier ist aber witzig. This is the grave of Edward Derby. Genau. And there seems to be no sign of Ephraim's. I should return later, under cover of darkness. I'll need some help with all this, though. I could recruit William. He seems to be the type to appreciate a good exhumation. Hier haben wir den Friedhofswärter. The cemetery groundskeeper. Hello. Greetings. Greetings, follower. Was machen Sie denn hier? What do you do around here? I'm checking on the dead. We wouldn't want them running around loose, right?
Right? Die soll ja nicht rumlaufen. Alles klar. Über die Kirche etwas erzählen. Did you tell me anything about the church? I'm not very religious. Let me tell you, I deal with corpses every day, but that place makes even me shudder. Es lässt ihn erschaudern. Where does the forest path lead? I don't know. I never go there. I heard that someone got lost in there and never came back. Jemand ist dort drin. Know anything else about the forest? I heard that. Anything else? No, that place gives me. Good day. Please, given my job, I don't usually say that out loud. Fuck, jetzt habe ich natürlich nicht gehört, was er sagt. Good day. Be seeing you. Ach, wir sehen uns, das sage ich ja nicht so häufig. Okay, das ist ein netter Spruch. Und hier haben wir noch eine alte Dame. Looks very sad. Dann reden wir doch mit der guten Dame. Vielleicht können wir ein bisschen... Excuse me, madam. Hello, young man. May I ask you what you're doing here? I'm here to visit my husband, Sonny. Not much else for me to do with what's left of my life, but drag my old bones out here and have a chat with him. I see. Please excuse me for having bothered you. Not at all. It's always nice to chat with someone. Who can chat back? Oh, das ist traurig. Thank you, young man. You too. Oh. Wenn die alten Leute dann doch aufs Friedhof gehen und sich nochmal um die Gräber ihrer Liebsten kümmern. Gut, wir probieren mal dort reinzukommen. Mhm, was haben wir? Wir haben Plaketten. It has 3-1 engraved on it. It has seven. Okay, damit haben wir irgendwie ein Rätsel später, wo wir was suchen müssen. It has seven. Wir gucken mal alle durch, aber Interesse haben. It has three. It has five engraved on it. Da haben wir uns Sicherheit. It has four engraved on it. Mhm. Hier drüben haben wir nichts. Wir haben hier die Halter. Hier ist der Altar. Wie sieht er aus? For such a minor place of worship, it sure does have exquisite carvings. Wade spared no expense on the restoration budget. Stimmt, der hat ja da mitgemacht. Können wir uns das mal anschauen? As a child, I was very much a believer. Now, not so much. Aber er macht ja nichts weiter. Was sollen wir auch hier? Nee, wir platzieren hier nichts. Was sollen wir denn? Wir werden später was suchen müssen, das wette ich. Gut, dann gehen wir zurück. Und ich würde sagen, wir speichern nochmal und gehen mal in den Wald rein, obwohl ich vermute, dass wir sterben werden. Das haben Wälder so an sich, wenn man keine Ahnung davon hat. Können wir was tun? Nein. Also haben wir noch gar keine Todesanimation gehabt, oder? Haben wir schon eine Tote gesehen? Nö. Da hatten wir schon mehr in der 1. Ah, wir haben hier ein... Labyrinth. Okay. Keine Ahnung, ob man da was Schönes finden kann, aber... Und ob man überhaupt den Ausgang ohne die Karte finden kann. Ach, guck an, was ist hier? A panel set in the ground. What strange symbols. Okay, Wind, Wasser, Sterne, Berge. Da gibt es bestimmt einen Spruch irgendwie. Von den Sternen kamen wir unter großen Getöse auf die Berge herabgefahren, auf das baldig die Meere ansteigen mögen. Wäre witzig gewesen, wenn das klappt. Okay. Dazu brauchen wir also definitiv irgendeinen Spruch, den wir erstmal finden müssen, den wir bestimmt an einer etwas unpassenden Stelle finden werden auch. Da ist die Frage nur, wie sinnvoll das jetzt ist, eigentlich nur rumzulatschen. Außer vielleicht noch was Kleines zu finden. Okay. Wird später noch werden. Außer auf irgendeinem Grabstein stand was, aber ich hab's ignoriert. Wir gehen erstmal kurz zum Tatort, ob sich da was getan hat. Ist schon Tatort getan. Egal. Und wir gehen nochmal in Blankos Haus. Come in, Lone. No,
That's the name of the guy Upton. How did you find? Upton told me. You managed to, but how? I showed him a phone. Interesting. Upton said he was what he did. I think there's a connection. I found there's no trace of Ephraim's. Oh. This does nothing but confirm my hypothesis. I might need some help tonight. Count me in, Lone. Do you have the necessary tools? I have a shovel. We have a shovel, good. The tomb is covered by a marble slab. Don't worry. I can bring a crowbar. Perfect. Tonight, then. Let's meet up right there. Perfekt. Ich muss also den gleichen Dialog nochmal wählen. Das ist ja ganz witzig. Heute Abend, gut, dann gehen wir gleich hin, oder? Ist dann schon Abend? Heute Abend dort. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir jetzt nochmal den Wald das alles absuchen sollten. Ich meine, bei St. Cotta haben wir das auch gemacht und haben alles ohne eine Karte entdeckt. Ich bin immer ein bisschen unsicher bei solchen Spielen, ob man das ohne Karte machen sollte. Manchmal kriegt man da einen Bonus. Manchmal ist es aber auch sinnlos, weil man dann nur im Kreis läuft. Aber wir haben jetzt auch schon was entdeckt. Was ist denn die Alternative? Wir haben die Schaufel auf jeden Fall. Was sollen wir jetzt noch machen? Es hieß es, wir sehen uns heute Abend dort. Was machen wir denn bis dahin noch? Wir haben das eine geklärt. Wir können doch mal in sein Büro gehen. Gibt es da irgendwas Neues? Im Laden gibt es irgendwas Neues? Good morning. I still owe you a favor. I haven't forgotten. Ah. Please, leave my collection alone. Good boy. Ja, schuld uns noch. I got nothing to ask him about. Okay. Das kann also nochmal. Wenn wir nicht weiterkommen, könnten wir ihn nochmal was bitten. I can't think of anything else I have to do today. Ah. Maybe I should just go lie down and wait for nightfall. Wir drücken mal weiter ermitteln. Ich speichere mal ab, damit wir das nur sicher haben. Das heißt, hier wäre dann ab, also danach wäre jetzt die Nacht. Und ja, wo kann ich jetzt irgendwas machen? Ich gehe nochmal raus und wieder rein. Ich glaube, das wird das triggern, dass ich bis nachts warte. Ihm fällt nichts Besseres ein. Also ich meine, er sagt es ja auch. I can't think of maybe I should. I'd better rest up a little before meeting Blanco at the cemetery. Das wäre mal ganz gut. Ein bisschen Schlaf ist immer ganz gut. Aber was träumst du dabei? Ach, nichts. Schade. So, es ist Nacht. Wir überprüfen das mal. Ja. Ah, das macht natürlich jetzt alles noch interessanter, weil alles im Dunkeln noch. It's not open at night. Ah, Moment, dann speichern wir auch mal, weil jetzt können wir das Ganze mal im Dunkeln absuchen. Es ist übrigens sehr, sehr still. I don't need to climb up there right now. Only whenever a bulb in. Ja, ja, redet immer von der Glühbirne, wenn er mal eine braucht, aber. Welche Orte dürfen wir jetzt absuchen? Aufsuchen in der Nacht? Die Slums nicht. Universität ist möglich. Sagen wir mal, die Schaufel vergessen haben, dürfen wir nochmal herkommen. Oder wenn wir andere Werkzeuge brauchen. I already took what I need. Vor allem, wenn es einmal aufgeschlossen ist, bleibt dann die ganze Zeit offen, auch über Nacht. By this time of night. Okay, die Universität ist nachts geschlossen. Das bedeutet, wir werden uns gleich direkt am Friedhof treffen. Also schade, ich hätte erst mal gedacht, sie alle Orte nochmal im Dunkeln zeigen. Lone, over here. Good evening, William. Got the shovel on you? Sure. Let's get to work. Wir machen das wie die guten Supernatural. Die Winchester-Brüder und heben mal schnell ein Grab aus. Das geht ja mal so fix bei denen. Na, gibt's da stöhnende Geräusche? Nö, nur Musik. Come on, William! Almost there. Diese Comic-Einblendungen sind aber auch richtig gut. Gute Künstler engagiert für das Spiel. Fallen mir richtig. This is quite the chore. We're almost there. Weil er schaufelt, der andere guckt. Yeah, what a stench. Lone, look, he has something in his hands. Daniel was right. It can't be Ephraim. Ein Schlüssel.
He has a damn firm grip for such an old fella. Help me, William. One, two, three. Ich würde schon sagen, die Hand ist gleich mit abgerissen worden. Guckt mal an, der Schlüssel hat eine ähnliche Form wie die Skizze. It looks like some sort of key. But to fit what kind of lock? We gotta put everything back as it was before we get caught. We'll figure the key out later. The last thing I want is to end up in the newspaper as a grave robber. Well, actually, to tell you the truth, that would give my stories a huge boost in readership. Jeez, William, stop kidding around. Done. The sun's coming up. The groundskeeper will be here soon. Lone. Sollte nicht nachts auch da sein? I hear someone coming. Yeah, I do too. Split up. Let's meet up later at my place. See you later, Lone. And good luck. Harte Arbeit, doppelter Effekt, Achievement. Ich gucke nicht mehr nach Achievements. The sun was already rising high when Lone arrived back home after the horrible night before. The magnitude of the meaning of the night's events eluded him. Innsmouth, Ephraim, and Upton, the tomb of Derby, and the weird object found. All looked like pieces of a jigsaw puzzle to which he'd thrown away the complete box art. He fell asleep almost immediately, with these thoughts whirling in his head. I've never felt this depth of sorrow in all my life. When father passed, well, everything changed. My mother, our poverty. Father and I shared little common ground. Perhaps we merely lacked the time to find it. But now that this has come about, frightful tightness grips my chest. Simple respiration has become a labor. Vital oxygen seems to have lost the route on its way to my lungs. If only he were still here with me, to enlighten me, to offer guidance. Oh, grandfather. Oh, my grandfather. Howard, aren't you done yet? I'll be right over. It falls upon me to preserve the items of my grandfather's estate that are the most crucial. Moment. Moment. Wir haben eine Brille, sehen gebrechlich aus, ohne Vater. Spielen wir gerade den Autor Lovecraft? Der ist doch Howard. Interessant. A terrible storm is raging. Stories by Poe and Machen. My current mood is not one for reading. Ja, Poe ist natürlich noch ein bisschen eher gewesen. I'll obtain one for now. One never knows. Ein Stift. Und wir haben auch bei Stiften wirklich diesmal... A pen. Okay. My memory is filled to the brink with the tales of my grandfather's travels. It was always as if they vaporated directly into my imagination. Snowbound peaks, rainforests infested with every manner of danger, splendid cities where the meek are preyed upon by the scum of humanity, lurking assassins and thieves. Such places appeared vividly in my dreams. Airborne monstrosities surged toward my person, borne aloft on the membranes of bat-like wings, their long and gnarled talons clutching at me. They had no faces. Upon a command, I could steer them as I wished. Das wird sein. Übrigens, Arm. Wir sehen hier die Regale, wir sehen alles, was hat. Das ist, glaube ich, keine Arm. Grandfather's trunk, the contents of which are a mystery. Keine Arm. Wir schauen mal rein in die Truhe. Locked! Nur zum Gucken. That would achieve little. Okay. Weiß schon nicht, wie weit da gehen möchte. Wir haben eine Vitrine. A showcase brimming with bric-a-brac. Bric-a-brac? I don't want to open it now. Dann später ein Porträt. A portrait of my mother as a young woman. How beautiful she was then. Her eyes shine, transmitting the serenity in her soul out into the world. This would have been back from before I was even conceived. Das heißt, danach sieht sie nicht mehr hübsch aus und sie ist fertig wegen dir. Let me see.
There seems to be something inscribed on the back. I should discover some method to disengage it from the frame. I feel no desire to lug the picture, frame and all, around with me. Kann man es nicht mit dem Stift? Ich meine, er ist ja trotzdem ein bisschen spitz. Kann man es nicht irgendwie abschaben? Aha. This means should provoke the intended ends. Provoke the intended ends. The pen has been rendered utterly useless. Howard! There's nothing worth anything in there. Wir haben das Porträt. On the underside of the canvas lurks an enigma. O ist gleich 2. Oder 0 ist gleich 2, okay. Gucken wir uns mal das Regal an. Various treatises on psychology. Volumes concerning art and painting. The enigma seems to indicate this shelf. That looks like the personal journal of my grandfather. I believe I'll obtain it. During the spring of his life, he was constantly traveling. Who even knows to how many far... Mayhap I, myself, might meander there forth someday. Du warst sehr kränklich. So. Various medical texts. Generic novels of low regard. Sections of grandfather's library devoted to the sciences. Kommt da was mit dem? These are far beyond my field of expertise. Treatises on anthropology. These perk my interest. I shall peruse them. No mere work of fiction. All things considered, I'm in remarkable physical condition. Ja, ja. Not now. Das sagst du jetzt. The opportune moment. I feel no. Okay, jetzt haben wir all das mal. Wir gucken uns nochmal das Fenster an. A terrible storm is raging. With such a downpour ensuing outside. How grandfather loved to fill my mind with stories from the Thousand and One Nights. I would sit astride his knee before the fireplace as he read. After one of his voyages, we installed this modern stove, and the magic of those moments decreased forever. Howard, I do not wish. Moment, wir gucken noch mal das Buch an. The journal of my grandfather. We left at the first light of dawn. We had the automaton with us. Automaton? What does that mean? We all met in the basement on the outskirts of Boston. It was almost like entering a church, long since deserted. Planted all around, a pentacle painted upon the grimy flagstones were candles, wax frozen in mid-drip. There was no point wasting time here. No answers lay here, and Paris was at least a week away. Our final destination within the vastness of the Arabian desert lay even further ahead. We had to make a move. There was no option but for the automaton to perform the ceremony. Just looking at it sent a shiver up my tired spine, and then it just stops right there. The journal was penned about 15 years ago. Mayhap this was all merely an outline for a fictional work. A work of vivid imagination. Kann man sonst was lesen? We left at the first we had the it was all there. No one were fine. We had there was just okay, wir gehen das mal aus. I'm not done yet with this chore. It's the door to grandfather. Okay, ich spar schon mal. I believe I have already understood the meaning. These are far beyond my field of a section of grandfather's library. Na, a portrait of my mother. Solved. Wir haben es gelöst, aber ich fand's. War da nicht eigentlich Kreis ist gleich? Gut, es war die, wahrscheinlich dieses Rechteck. Und dann zwei, deswegen zweites Fach. So, jetzt haben wir die Reise. Jetzt muss ich wieder wissen, wo ist das? Wahrscheinlich müssen wir. Various treatises on psychology. Various. Generic novel. No mere. These are far beyond. All things considered. I feel no. The opportune moment to. Achso, dann beim Globus, genau, weil wir jetzt die Reise haben. Let's see. This globe has buttons set in many specific locales around the world. I have a vivid childhood recollection of grandfather pressing them to open an odd concealed mechanism, but his fingers move too fast for my young eyes to catch. Perhaps an undiscovered clue awaits me elsewhere. Können wir wieder nochmal. Na, ja, wir haben ja arabische Wüstchen. Hier. Okay, dann möchte ich das gerne nochmal lesen.
We left at the first light of we had the automaton. We all met in the basement on the outskirts of Boston. It was almost like entering a church. Planted all around, a pent. There was no point wait. No answers lay here, and Paris was at least a week away. Our final destination within the vastness of the Arabian desert lay even further ahead. We had to make a move. There was no option, but just looking at it. Moment, es war Boston. Let's see. Hier, Boston. Paris. Arabien, Indien. Ist das etwa? Ist das etwa? Mach mal. Eins, zwei. I heard a click. A tiny compartment has slid open at the base. Meisterreisender. Ich guck dich nach. Ein Schlüssel. Dann haben wir den Schlüssel für die Truhe. It fits. The trunk is now open. Das hat er noch nie geguckt. Are you even still there? Nein. A multitude of books. Without a single exception, they are all very old editions. A selection thereof consisting of the rarer of occult treatises, the need for which escapes me. Wait, that's a rare and ancient printing of a book I favor greatly. I must procure it. Howard, hurry up! Was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 1001 Nacht. A very old edition of the 1001 Nights. I can't wait to read it. Da kann man schon sein Mutter warten lassen. A soft spot for these stories. The Merchant and the Genie. Wonderful. Prince Camaralzaman. So many memories. A bookmark holds the place of a story I've never heard of. The tale of Abdul al-Hazred. Faced with no chance of escape, the keepers sought to ensnare one of their own. Poor Abdul needed to choose, and choose wisely. God, my head. Er schläft ein. Und ein Licht um das Buch. Interessant, interessant. Such a vivid dream. Ah. What does it mean? Lone. I'm coming, William. Lone. Lone. Great news. Great news. William, slow down. What's happening? Wilmarth got back to me. We have to go to Vermont and find some guy by the name of Ackley. From what I've learned, he may prove useful to us. It appears he may be quite the eccentric fellow. He lives like a hermit. No mail can get through, and needless to say, he has no telephone. He could help us understand your condition better and perhaps cure it. Soll man eine Krankheit, wo man sterblich ist, heilen? Es könnte einem langweilig werden, aber prinzipiell erstmal ist Heilung ein schwieriger Begriff dafür. Was mit dem, was wir letzte Nacht gefunden haben? What about what we found last night? We can figure all that out after we get back. I'm curious as well, but this is much more important. How will we get there? I have an automobile, don't worry. An automobile? Really? I've never ridden in one. I can't wait to give it a try. Who is this Ackley? A former Miskatonic professor of anthropology. Apparently, he left the teaching profession due to personal reasons. He seems to be something of a strange character. Going by what Wilmarth told me, he may have a dependence on certain substances. Okay. Okay, ich kann nur losmachen. Das macht natürlich das jetzt schwierig, denn das bedeutet, dass das im Wald wir erstmal nicht lösen können mehr, dieses Rätsel. Und die Frage ist, ob wir da nochmal hinkommen überhaupt. Und ob ich es dann hätte eher machen sollen. Nun gut. What are we waiting for? Let's go. Wir sollten uns nur dran erinnern, es irgendwann vielleicht nochmal anzugehen. Okay, und ich würde sagen, bevor wir jetzt in dieses Häuslein gehen und mit dem Ackley mal reden,
Ja, lass ich mal diese Folge zu Ende gehen, denn wir haben einiges erreicht. Wir haben mal kurz den Lovecraft selber gespielt und wir haben ein Grab ausgehoben. Also dann, bis demnächst, euer Landito. Tschüss.